So, finde den Weg zur Ruhestätte des Königs. Mal eben schauen. Okay, das könnte noch kompliziert werden. Aber wir haben die Laterne auf jeden Fall nicht mehr dabei. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich jetzt so ruhig wirke, ich habe nämlich zwischendurch einen kleinen Cut gemacht und schiebe diesen Teil jetzt noch hinterher. So, mal schauen. Oh Gott, irgendwas mit Brücken. Ah, ja, doch, das haben wir schon mal gemacht. Wie ging das denn? Ging das automatisch? Ja. Offenbar ja. Das sieht doch mal Hammer aus. So. Jetzt müssen wir nur gucken. Moment, wir sind jetzt in einer anderen Ebene. Wir müssen dahin. Ja. Sofern mich... Oh, ich wusste es. Ich wollte gerade noch sagen, sofern mich die Statue nicht angreifen, ist alles gut. Oh. Leck mich. Genau, lass mich bloß nicht raus. Kein Thema. Ja. Laufen ist nicht deine Stärke, ich weiß. Okay. Mach's bloß nicht da, wo ich hingetippt habe. Kein Thema. Jetzt hat es gar nicht mehr gedrückt. Oder habe ich jetzt aus Versehen die 1 gedrückt? Das kann eventuell auch sein. Der eine ist schon mal weg, das ist sehr gut. Und der andere nimmt gar nicht an, was ich ihm entgegenwirf. Okay. Das ist schlecht. Hallo. Okay, kein Thema. Machen wir halt nichts von dem, was wir gedrückt haben. Willst du mich verarschen? Ja, sie kann wieder nicht ausweichen. Ich hasse es. Also, wie gesagt, dieses Kampfsystem ist so unterirdisch schlecht gemacht. Aber, naja, irgendwie kommt man dann doch noch durch. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr Statuen. Jetzt habe ich es gesagt, oder? Scheiße. Oh. Weil die waren jetzt gerade nicht ohne. Also ein Schlag und da ging schon ganz schön was runter. Hier ist noch meine Statue. Ich hoffe nicht, dass die jetzt böse ist. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Oh fuck. Oh fuck. Was mache ich damit? Lauf. Nein! Spring! Ich muss G drücken. Oh fuck. Wollt ihr mich verarschen? Ich mache ja viel Scheiß mit, aber das ist jetzt... Achso, ich drücke die falsche Taste. Nein! Oh. Hallo, wie komme ich hier weiter? Hallo? Leute! Ich komme hier nicht durch. Ich kann nicht springen, ich kann kein G drücken. Hä? Was ist mit dem? Ich will keine Rätsel... Achso, hier, Moment, hier unten ist gerade was am Leuchten. Ich will gerade keine Rätsel machen, es tut mir leid. Oh... Oh, ach so. Okay, das war gut. Das war nicht böse. Das war gut. Oh, scheiße. Ich weiß nicht mehr, wer von euch das geschrieben hat, aber jetzt weiß ich, was ihr meint mit, es wird noch heftiger.
Oh Gott. Ah! Du nicht, mein Freund. Oh Gott, wo muss ich denn hin? Oh. Nein, nein, nein. Oh, gegen den... Oh, oh, oh. Wollt ihr mich verarschen? Nein, jetzt macht das Ding zu. Wieso macht der mal irgendwelche Sachen an? Oh, fuck. Heil dich. Heil dich. Oh. Ey, das macht dem ja gar nichts aus. Im Gegensatz zu mir. Ich brenne. Oh Gott. Was macht ihr hier mit mir? Ich war jetzt nicht auf irgend so Bosskampfmäßig hier eingerichtet. Gedanklich, hallo? Ich glaube, das war nur was, was kaputt gegangen ist, oder? Das war gar nichts Lebendiges. Feuerpest. Jetzt konnte ich zumindest mal lesen, was es ist. Musste ich nicht hier rechts rum? Oder komme ich nicht hin? Hä? Wie viel, unendlich viele Male muss man denn hier im Kreis laufen? Oh Gott. Brauchst du das auch nicht mehr zu machen. Ich wollte gerade sagen, es wäre nur schön, wenn das Feuer dann hier weg wäre. Es bricht bestimmt wieder irgendwas ein. Ich wusste es. Bitte diesmal ohne Bossgegner. Ohne Bossgegner. Ohne Bossgegner. Leute? Das ist ein Scherz, oder? Bin ich hier in der Hölle? Nein. Okay, die bleiben, wo sie sind. Immerhin etwas. Nein. Oh, ich dachte, ich fliege jetzt da runter. Was? Wie besiege den uralten Dämon? Hallo? Welchen Dämon? Nein, der soll nicht wiederkommen. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Ich kann hier nirgendwo ausweichen. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann es irgendwie nur bei mir machen. Das ist doch Mist. Ja, kein Thema. Lass mich nicht bewegen. Hallo, kann ich auch mal was sehen?
Ach ja, lauf keinen Millimeter. Es ist nicht wahr. Natürlich kann ich dann auch nicht springen. Och, Leute, ernsthaft? Hallo? Das war's? Oder ist das nur so ein Zwischending? Scheiße, das ist nur so ein Zwischending, ne? Oh nein. Geh weg, lass mich in Ruhe. Geh weg. Hau ab. Leg mich! Nein! Oh, lauf doch mal! Ja, kann ich mich jetzt nicht drauf konzentrieren, dass ich brenne? Ja, kein Thema. Lass mich einfach hier so ein bisschen. Oh, oh. Feuerwehr brennen, das ist alles nicht gut. Nein, nein, nein. Lass mich bloß nicht laufen, kein Thema. Ja, das Ausweichen hat ja auch super geklappt. Oh Gott. Leute, was macht ihr hier mit mir? Ganz ehrlich. Der unverwundbar. So. Ich mag dieses Spiel seit heute nicht mehr. Lauf. Das ist eine Bossrunde. Wahrscheinlich über dreimal, nehme ich mal an. Lauf. Problem ist, wenn er jetzt schon so stark ist, ich will es gar nicht wissen. Wie soll mich unter den Körper bewegen? Der Angriff hat ihm offenbar nicht viel ausgemacht. Die machen ihn alle irgendwie nicht viel aus, habe ich das Gefühl. Hallo? Wieso macht ihr nichts? Ich hämmer hier auf die Tasten. Oh. Ausweichen tut sie auch nicht wirklich gut. Nein! Wieso geht er jetzt auf die Seite? Und ich drücke auch noch in die falsche Seite. Oh nein. Hallo. Also, ich kann nur sagen, es ist irgendwie ganz lustig zum Ansehen wahrscheinlich, aber es ist alles andere als lustig zu spielen gerade. Ich habe auch nicht mal viele Heilung so.
Die Abkühlung hat er verdient. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Schloss jetzt aber nicht unter Wasser gesetzt, oder? Glaube, ich hätte auch Y und X drücken können. Aber irgendwie war ich gerade so panisch. Ich weiß auch nicht. Kann man hier mit euch irgendwas machen? Nicht? Und hier mit G? Oh. Ich habe ernsthaft noch nie so einen schwierigen Bosskampf gehabt im ganzen Spiel. Das war echt ätzend. Ich habe dich schon erwartet, mein würdiger Nachfolger. Du hast mich mit dem Pfad des Lichts ausfindig gemacht. Ich spüre, dass eine böse Aura an Stärke gewinnt. Eine scheußliche Kraft droht, die Welt in Dunkelheit zu hüllen. Sieh das Genesis-Licht, das den Erzdämon Kazaros gebunden hat. Ich gebe dir diese Arche. Beschütze die Welt der Sterblichen mit ihrer Macht. Es gibt noch 6 weitere Archen, versteckt auf der ganzen Welt. Finde sie und rette das Licht der Welt vor der Dunkelheit. Nein. Das heißt, ich muss wahrscheinlich 6-mal so schwere Gegner machen und die werden wahrscheinlich mit jedem Mal immer schlimmer. Nein. Ich will nicht mehr. Ich höre auf mit dem Spiel. Oh. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist schön, aber wenn das hier alles rumfliegt. Okay, was haben wir denn hier? Oh Gott, ich kann gerade gar nicht. 8 Fertigkeitspunkte habe ich. Ja, es kommt ein bisschen... Bei ihm hätte jetzt wahrscheinlich... hatte ich da was mit Wasser? Moment, das ist rau... Das ist Frostfertigkeit. Das hat ihn, glaube ich, ganz gut getroffen, ne? Also, ich denke, dass es ganz gut wäre, wenn ich vielleicht für jedes Element was mitnehmen würde. Allerdings muss ich auch sagen, dass die Flammenfertigkeit hier, dass die auch ziemlich heftig gewesen ist. Ja, muss ich mal gucken. Was habe ich denn noch nicht? Das mache ich jetzt gerade sowieso nicht. Das habe ich auch nicht. Ich sehe gar nichts mehr hier. Engelsgleicher Jubel. Was für ein Name. Okay, das habe ich gar nicht erst gemacht. Oh, was ist das denn Schönes? Flammenfertigkeit. Abklingzeit allerdings 28 Sekunden. Spricht einen Zauber, um ein flammendes Projektil abzufeuern. Es explodiert, wenn das Ziel trifft, fügt ihm 4808 Feuerschaden zu und stößt deine Gegner in die Luft. Das ist also auch sowas wie dieses eine, denke ich mal. Ich habe hier 1500 und das ist 4800. Wow. Da bin ich jetzt ganz ehrlich, sowas hab doch, Moment, der ist sehr krass. Doch, das ist auch 4800, aber wahrscheinlich nur voll aufgeladen. Hat allerdings auch sehr schnell, sehr lange Abklingzeit, das ist halt der Nachteil. Der hat Abklingzeit von 10 Sekunden. Der von 16. Macht insgesamt 4600. Ist aber natürlich schon was ausgelevelter. Stufe 6. Das 4800. Ich würde mal sagen, dass ich den
Oder setze ich den für die Blitze? Ich könnte ihn auch für die Blitze einsetzen. Allerdings hier Abklingzeit 12 Sekunden. Es ist halt ziemlich heftig, aber man kann es nicht so oft benutzen. Das ist der große Nachteil, ne? Die haben alle, aber die haben halt alle, obwohl doch, das ist 28 Sekunden. Ich würde fast sagen, dass ich den anstelle von der Erde nehme. Aber ich denke mal, ich werde den anstelle von dem Blitz mal reintun. Mal schauen, was daraus wird. Da auch mal die vollen Punkte reintun, die ich habe. Dann haben wir immer noch 4800. Nee, dann haben wir 8600. Woo! Das hätte ich vorher haben müssen. Bei einem Treffer erleiden mindere und normale Gegner plus 30% Schaden. Minus, ja, okay, Magika-Kosten sind 301. Ist natürlich jetzt nicht gerade wenig, ne? Aber ist jetzt auch nicht so viel mehr als die anderen. Die könnte man nochmal runter machen. Bei Treffer, Gegner wird verbrannt, verursacht pro so und so viele Sekunden. Ja, mindere und normale Gegner werden wir wahrscheinlich nicht so oft damit machen. Ich würde sagen, dann machen wir die Kosten ein bisschen runter. So. Minus 50% von 350 waren es, glaube ich, vorher. Sind doch nicht 301. Okay, wir müssen das jetzt nicht verstehen. Gut, dann gehe ich mal hier raus und wir konnten, glaube ich, hier. Nee, konnten wir hier raus? Nee. War ja nicht gerade irgendwas oder habe ich das jetzt schon eingesammelt? Ich gucke nochmal hier oben in der Ecke kurz nach. Nö. Okay, dann machen wir mal das Lied der Flucht. Obwohl, nee, das war. Stopp, stopp, stopp. Ich soll ja mit Amel in der Burg Luterra sprechen. Oh, ich kann auch nicht mal reden hier. Das habe ich. Wo habe ich das? Die Burg. Da. Nehmen wir hier die 8 direkt. So. Dann. Wo ist Amel überhaupt? Moment. Das ist die Majestät. Der ist unten, ne? Wenn ich das richtig sehe. Zumindest ist das die Hauptquest hier. Ehre sei Luterra. Ja. Wieso eigentlich Luterra und wieso nicht ich? Hallo? Dies ist die Bibliothek von Thermia. Ja, das ist toll. So, da ist er. Hi. Es hat etwas gedauert, aber wir haben die erste Arche gefunden. Ja, aber ich habe jetzt keine Lust mehr auf die anderen Archen. Solch eine Legende, direkt vor meinen Augen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber heute sollten wir feiern. Luterra hat uns solch ein kostbares Geschenk gemacht. Wir müssen diese aufregende Neuigkeit mit unserem König teilen. Lasst uns zu Cyrene gehen. Oder wie ich gerne sage, Cyrene. Das wird irgendwie schöner ausgesprochen, ich weiß auch nicht. Der ist aber weiterhin oben im. Ja, der ist oben, okay. Unten ist irgend so ein komisches herbstliches Blatt. Keine Ahnung, was das jetzt war. Schon wieder alles vergessen. Moment. Ehre sei Luterra. Ach, halt die Klappe. Ey, ich habe hier gerade so einen uralten Dämon erledigt. Weißt du, und um mich herum alles Ehre sei Luterra. Was ist mit mir? Ich habe die Arche geholt, die erste. Hallo? Zählt das denn gar nicht? Hier hat ja keiner irgendwas mit von irgendwelchen Heldentaten, ehrlich. So, jetzt sprechen wir nochmal mit dir, damit wir die Aufgabe abschließen können und vermutlich wieder eine neue bekommen. Nein, nicht du, du. Hallo. Boah. Großartig. Du hast die erste Arche gefunden. Ja. Gute Arbeit. Ich kann nicht glauben, dass die Arche wirklich existiert. Dein Mut und dein Glaube haben das möglich gemacht.
Ich nehme an, du hast jetzt noch viel aufregendere Abenteuer geplant. Hahaha, ich bin enttäuscht, dass ich dich nicht begleiten kann. Ich werde hierbleiben müssen und die Dämonen von der Welt der Sterblichen fernhalten. Aber du wirst von mir hören, wo immer du bist, solange du gegen die Dämonen kämpfst. Und ich werde im Geist bei dir sein. Wir sind Freunde. Möge das Licht des Ruhms auf deiner Reise hell erstrahlen. Nun, danke, danke. Ist es unsere Pflicht, die Arche zu beschützen. Laut dem alten Text bewahrten die Sternboten die Arche in Trixion auf, der heiligen Stätte am Rand der Welt. Das ist das Land der Lazenit, einem Volk, das die Welt überwacht. Um sich auf den Tag vorzubereiten, an dem alle Archen wieder zusammen sind, gab König Lutera dem Anführer der Lazenit ein Versprechen. Über dieses Königreich müssen Hinweise verstreut sein, die von den Lazenit zurückgelassen wurden, um die Arche zu finden. Okay. Ich probiere das nochmal. Erstmal müssen wir mal Instrument spielen. Wir müssen ja auch noch mal ein bisschen unsere Punkte oben erhöhen, ne? Sehr schön. Was wollte der jetzt haben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich ermutige ihn erstmal. Okay, ist offenbar. Ah, ja. Beziehungsrang freundlich Stufe 1. Ich hatte gerade Stufe 2. Hatte ich eben neutral? Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt nicht sicher. Kann ich dir ein Geschenk geben? Aber ich glaube nicht, dass du damit irgendwas anfangen kannst. Ich glaube, das lassen wir lieber. Dein Traum? Was für ein Traum? Ich bedauere es sehr, dass ich die Welt nicht bereisen konnte. Ich musste mich auf den langwierigen Krieg vorbereiten. Die Bücher aus meiner Kindheit erzählten immer von unglaublichen Begebenheiten. Eines Tages möchte ich auch, wie du, auf die große Abenteuerreise gehen. Würdest du mich auf dein Schiff mitnehmen, wenn die Zeit endlich gekommen ist? Ja, ich würde es auch gerne machen. Andererseits muss ich auch zugeben, ich würde mein Zuhause vermissen. Die Aufnahmen für euch und all das würde ich schon, und meine Bücher vor allen Dingen. Also mein halbes Haus besteht aus Büchern. Das ist kein Scherz. Hier kann man nichts mehr machen. Oh, lutherianischer König abgeschlossen. Sehr schön. Aber ich weiß immer noch nicht. Moment, wir gehen mal hier rein. Was wollten wir denn überhaupt? Respekt, höflich. Nee, die haben wir immer noch nicht, ne? Ich weiß auch gar nicht, wo wir die herbekommen. Wir haben doch sämtliche Nebenquests gemacht. Höflich und Respekt. Also wenn ihr wisst, wo ich dieses höflich und dieses Respekt herkriege, wäre ich euch wirklich unendlich dankbar, wenn ihr mir das sagen könntet. Ob ich jetzt irgendwo was übersehen habe oder eine Quest machen muss. Ich habe auch eben gesehen, es ist noch eine neue Quest in... Sprich mit der Bibliothekarin. Achso, die ist... Ja, klar, die ist ja unten. Es ist noch eine neue Quest hier irgendwo in der Burg gewesen, wo wir ausgekommen sind. Die könnten wir rein theoretisch beim nächsten Mal machen. Aber ja, ich weiß halt immer noch nicht, wo ich dieses Respekt oder dieses Höflich herkriege. So, bleib mal eben stehen. Hier unten, die ist nämlich neu. Leseratte Boris, fesselnde Bücher. Ja, würde ich sagen, machen wir die dann definitiv in der nächsten Folge. Hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert als erwartet. Ich würde sagen, dass ich das Ganze dann in zwei Folgen splitte. Mittlerweile bin ich ja, wie gesagt, auch wieder zu Hause. Ich denke mal, dass ich dann den Bosskampf, der war, glaube ich, ziemlich lange, dass ich den in eine Folge machen werde und dass ich dann in der anderen Folge den Rest reinpacken werde. Ich sehe übrigens gerade, ich habe irgendwie ziemlich eklig aussehende Tussi-Schuhe. Kann ich nicht irgendein Kostüm anziehen, das das Ganze überdeckt, was man anhat? Das sieht ja schrecklich aus. Gut, egal. Ich verabschiede mich erstmal von heute, von euch in, für heute von euch, so rum. Ich komme ja schon total durcheinander. Und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge.
Bis dann. Ciao.